Video. Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von mir auf YouTube. Wir haben frische Daten von der Eurozone heute Morgen bekommen. Außerdem war ja gestern das FOMC-Meeting der US-Notenbank. Da werde ich drauf eingehen. Und ich habe euch natürlich auch wieder brandaktuelle Charts zu Bitcoin, zu Ethereum mitgebracht. Und ich werde euch auch meine Einschätzung zu Ethereum nochmal geben und hier nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. So, zunächst erstmal. Ich hatte ja gestern gesagt, dass ich schätze, dass der Markt seinen Boden gefunden hat. Ja? Zumindest für den Dip, der gerade war. Und es sieht gut aus, dass das so sein könnte. Ich bin an der Stelle noch vorsichtig, aber vorsichtig optimistisch, um es mal so zu sagen. Weil wir müssen über die 70.000 kommen, aus meiner Sicht. Erst wenn wir nachhaltig über die 70.000 kommen, dann sind wir hier auf der sicheren Seite, was das Ganze angeht. Aber es sieht gut aus. Ja? Dementsprechend, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, gehe ich weiter davon aus, dass der Markt über die nächsten Tage und Wochen weiter nach oben laufen wird, mit entsprechenden Rücksetzern eingeplant. Das sollte relativ klar sein. Bei Ethereum, da möchte ich ein bisschen genauer kurz reinschauen, bevor wir auf die Makrodaten gehen. Und zwar, gestern gab es ja nochmal einen Abverkauf bei Ethereum. Da kam nämlich hier um 16 Uhr deutscher Zeit die Nachricht raus, dass die SEC eine Untersuchung gegen Ethereum vornimmt. Und da war dann spannend zu sehen, wie der Markt reagiert. Und wir sehen, der Markt hat erst abverkauft und hat dann aber aus meiner Sicht das Ganze richtig eingeschätzt, nämlich, wer ist am Ende stärker, Daddy BlackRock oder die SEC? Ja, und dementsprechend, der Markt hat dann relativ schnell gesehen, hey, Moment mal, einen Tag vorher hat doch hier BlackRock ein 100-Millionen-Investment getätigt in ein Projekt, was auf der Ethereum-Chain basiert, und dementsprechend hat der Markt diesen Abverkauf relativ schnell gestoppt bzw. kompensiert und die Zukäufe gingen dann endlich wieder nach oben. Warum? Weil der Markt es eben so eingeschätzt hat, dass auch das, so interpretiere ich das, den Ethereum ETF nicht aufhalten wird. Ich gehe aber noch ein bisschen genauer gegen Ende des Videos auf Ethereum ein. Ich würde sagen, wir schauen erst in die Makrodaten rein. Und was sehen wir hier? Wir sehen, dass Großbritannien, da sind die Einkaufsmanager-Indizes rausgekommen. Großbritannien ist nicht in der Rezession, ja, und steht im Vergleich zu der Eurozone noch relativ gut da. Ja, die Einkaufsmanager-Indizes sind größtenteils über 50. Rein das verarbeitende Gewerbe ist noch knapp in einer Schrumpfung drin, aber sonst die anderen Indizes sehen gut aus. Schauen wir in die Eurozone und da sehen wir es. Ja? Die Eurozone ist in einer Rezession, wenn man die Composite PMIs berücksichtigt. Nur der Service-Sektor steht hier noch etwas besser da. Ja? Aber im Prinzip haben wir auch eine Stagnation im Service-Sektor und insgesamt kann man sagen, dass die Eurozone in einer Rezession steckt. Schauen wir uns Deutschland an und da sehen wir, Deutschland steckt tief in der Rezession. Ja? Ich meine, jeder kriegt es ja auch mit. Die PMIs hier sind deutlich in einem rezessiven Potenzial drin, und zwar bei 41,6 der PMI und dementsprechend 50 braucht er ja, damit wir zumindest keine Schrumpfung mehr haben. Und alles über 50 ist ja Wachstum. Und da sehen wir auch der Service-Sektor in Deutschland noch im Schrumpfungsbereich und insgesamt Deutschland in der Rezession. Und da wird es wahrscheinlich auch erstmal bei bleiben. Warum schneidet die Eurozone so schlecht ab? Naja, weil Deutschland in der Rezession ist und auch, wie war es, Moment, das war jetzt nicht gerade richtig. Ups. Jetzt habe ich mich hier verdrückt, kleinen Moment, passiert bei so einem Livestream gerne mal, ja, aber gut, geh mal wieder rein. Und zwar, wir sehen hier von Frankreich die March PMIs und die sind auch alle im
rezessiven Bereich und dementsprechend mit den beiden Schwergewichten Deutschland und Frankreich ist die Eurozone in Summe in der Rezession. Es sieht nicht sonderlich gut aus. Und woran liegt das? Und jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Notenbanken eingehen. Ja, die Notenbanken steuern die Märkte und letztendlich auch die Wirtschaft. Ja, weil die Notenbanken können dem System Liquidität entziehen und dementsprechend die Wirtschaft in eine Rezession schieben. Und sie können natürlich auch Liquidität ins System schießen, so wie es die US-Notenbank macht. Und dann kommt natürlich keine Rezession. Gestern war ja das FOMC-Meeting der US-Notenbank. Und was haben wir da gesehen? Wir haben gesehen, dass Jerome Powell im Prinzip gesagt hat, die Inflation und so weiter kommt zwar zurück, ja, aber im Prinzip hat er eigentlich gesagt, die Inflation ist mir egal, die wird gegen Ende des Jahres sowieso wieder aus dem Ruder laufen, weil wir werden weiter den Money Printer laufen lassen und wir werden natürlich auch die Zinsen Schritt für Schritt dann senken. Er hat jetzt mal Juni in Aussicht gestellt, aber das muss man noch abwarten. Er ist ja data dependent. Also unterm Strich muss man sagen, die US-Notenbank entscheidet sich hier meiner Einschätzung nach bewusst für den Kurs, wieder ein Ausufern der Inflation in Kauf zu nehmen, weil sie eben die Wirtschaft weiter stimulieren will. Ja, wie macht sie das? Das macht sie einerseits, indem sie Liquidität in den Bankensektor schießt. Der gibt das Ganze an die Wirtschaft. Dadurch entwickelt sich die Wirtschaft natürlich gut. Andererseits macht er das über den Umweg. Die US-Regierung, über die Anleihekäufer gibt er der US-Regierung entsprechend Geld, sodass Joe Biden entsprechend das Geld an die Wirtschaft und die Bevölkerung verteilen kann und dadurch Nachfrage entsteht. Und Liquidität im System ist, Liquidität treibt die Märkte gehen nach oben und so weiter und so fort. Ja? Also der US-Notenbank ist es hier wichtiger, einfach, dass die Wirtschaft weiter gut läuft, nach außen gut natürlich. Unterm Strich ist da auch nicht alles Gold, was glänzt, vor allem diese Geldmengenausweitung, die wird die Bevölkerung früher oder später zu spüren bekommen. Ja? Und die EZB hingegen steuert ein bisschen anders. Die EZB macht es so, sie hat natürlich erst die Inflation erzeugt über Covid, indem sie den Money Printer hochgefahren hat bis zum geht nicht mehr. Dann hat sie gesagt, okay, schauen wir jetzt erstmal zu, bis die Inflation aus dem Ruder läuft. Und wenn sie dann irgendwo bei 10% ist, dann fangen wir mal so langsam an zu bremsen. Ja? Und dann hat sie angefangen zu bremsen und hat dann gesagt, ach komm, wir bremsen jetzt einfach so hart, weil sonst kriegen wir die Inflation nicht runter. Wir bremsen die Eurozone in eine Rezession rein. So. Und das macht sie auch. Das ist der Unterschied zur US-Notenbank. Und dementsprechend ist hier die Eurozone in eine Rezession geschlittert. Deutschland ist ganz besonders stark abgestürzt, weil eben auch von der fiskalischen Seite hier nicht so stark gegengearbeitet wird von der Bundesregierung. Und dementsprechend sieht es extrem schlecht für die Eurozone aus. Aber der Vorteil ist, so kriegt man natürlich die Inflation runter, ja, die man selber vorher erzeugt hat und kann dann anschließend wieder Zinsen senken. Und das wird jetzt meiner Einschätzung nach zeitnah kommen, wahrscheinlich spätestens im Mai, die Zinssenkung der EZB, die erste Zinssenkung. Und die EZB wird natürlich auch immer stärker den Money Printer anschmeißen, ja, was dann natürlich im nächsten Jahr die nächsten Inflationsauswüchse erzeugen wird. Ja? So ist meine Einschätzung. Also das ist das Bigger Picture, das man verstehen muss. Die Notenbanken steuern die Märkte und natürlich auch mit ihrer Macht haben sie entsprechenden Einfluss auf die Wirtschaft. Okay, gehen wir weiter. Consumer Confidence ist logischerweise hier auch stark negativ in der Eurozone. Minus 14,9 kam gestern der neue Wert entsprechend raus. Sieht also auch extrem schlecht aus. Wen wundert's? Es könnte auch, wenn jetzt die EZB sich noch mehr Zeit lässt mit den Zinssenkungen, dann wirklich auch eng werden, was den Arbeitsmarkt angeht. Also dass es dann wirklich die ersten größeren Entlassungswellen geben könnte. Ja, das muss man jetzt beobachten. Deswegen, es wird so langsam kritisch in der Eurozone. Schauen wir weiter. Ja, ein schönes Bild von Jerome Powell. Ja, und zwar, wer durchschaut hat, wie der Hase läuft bei den Notenbanken, der weiß,
was sie eigentlich machen. Jerome Powell, hier sein duales Mandat. Ist das wirklich die Wirtschaft am Laufen zu halten und die Inflation unten zu halten? Also für einen stabilen Arbeitsmarkt zu sorgen und die Inflation unten zu halten? Oder ist vielleicht das duale Mandat, den S&P oben zu halten und natürlich auch den Nasdaq oben zu halten? Das stelle ich mal so in Frage. Und aus meiner Sicht ist es hier ziemlich eindeutig. Deswegen gehen auch die Aktienmärkte nach oben, ja, in den USA, aber übrigens auch beim DAX. Ja. Und dementsprechend die globale Liquidität dehnt sich einfach weiter aus und das globale Kapital fließt letztendlich in nahezu alle Märkte und dementsprechend der DAX geht natürlich auch nach oben. Ja. Warum? Weil erstens die EZB auch schon ein bisschen stimuliert über die Geldmenge und andererseits die anderen Notenbanken noch viel krasser stimulieren und das Kapital entsprechend in alle Märkte fließt. So viel dazu. Gehen wir weiter zum Thema Bitcoin jetzt und jetzt ist es ganz interessant und zwar, wir haben im Moment die stärksten Abflüsse aus dem ETF seit dem Start, ja, und zwar gestern sind 263 Millionen rausgeflossen und woran liegt das? Natürlich an Grayscale. Grayscale hat über 300 Millionen verkauft und BlackRock und Fidelity haben sich wieder sehr, sehr stark zurückgehalten. Beide waren ja unter 100 Millionen, so um den Dreh 50 Millionen am Volumen, Pi mal Daumen. Und dementsprechend sehr, sehr schwach von den Einkäufen her. Und das Ganze gilt es jetzt weiter zu beobachten. Interessant ist, dass die Märkte gestern trotzdem nach oben sind, weil Retail entsprechend stark war und Retail kann dann auch mal so eine schwache Phase der ETFs entsprechend überkompensieren. Schauen wir weiter und zwar hier habe ich euch einen Chart über die Preisbänder mitgebracht vom Bitcoin und was wir sehen und zwar wir beobachten das gelbe Preisband, ja, und da sind wir aktuell in dem gelben Preisband und zwar haben wir das überschritten und wenn wir uns das anschauen im vergangenen Bullrun, dann sind wir hier gegen 2019 dieses Preisband angelaufen, hatten da einen Rücksetzer entsprechend, dann kam Covid, dann hat man sich schnell wieder von Covid erholt, ja, und das ist genau der Punkt, ja, innerhalb von 2 Monaten war der Bitcoin wieder so hoch wie vor Covid, ja, und dementsprechend ein Black Swan Event muss gar nicht so die große Gefahr sein. Du musst halt nur hier die dann 2-3 Monate noch weiter überbrücken, bis der Bitcoin sich wieder erholt. Und was wir dann auch sehen, als dann der Breakout über das gelbe Band kam, das gelbe Preisband, dann sehen wir, dass der Bitcoin entsprechend richtig nach oben gelaufen ist und das All-Time-High ausgebildet hat. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir wieder durchgebrochen sind. Ja, also wir hatten keine Rejection wie damals, sondern wir sind durchgebrochen und aus meiner Sicht und das sagen im Prinzip alle anderen Charts zeigen ja in die ähnliche Richtung, auch wenn wir die globale Liquidität anschauen, dass wir hier weiter nach oben laufen über die nächsten Wochen und Monate. Ja? Gehen wir weiter und jetzt habe ich einen Chart mitgebracht über die Long-Term und Short-Term-Holder vom Bitcoin. Und was wir hier sehen, dass es hier immer einen Punkt gibt, wo die Long-Term-Holder ihre Bitcoins abverkaufen an die Short-Term-Holder in Rot. Also die Long-Term-Holder sind in Blau dargestellt. Die verkaufen ab in der Regel, sobald das alte vorige All-Time-High übertroffen ist. Das sieht man hier. Ja, der Bitcoin läuft ja dann entsprechend höher und die Long-Term-Holder verkaufen ab. Und die Short-Term-Holder, die fangen eigentlich erst an, nachdem das alte All-Time-High übertroffen ist, ja, und fangen dann an zu kaufen. Und das heißt, kommt zu einem Shift von den Long-Term-Holdern zu den Short-Term-Holdern. Ja, und das treibt den Bullenmarkt noch weiter nach oben. Das konnten wir auch im letzten Bullenmarkt beobachten. Immer wenn die Long-Term-Holder anfangen abzuverkaufen, auch hier wieder ähnliches Level, wo das alte All-Time-High gebrochen wurde, da sehen wir, dass die Short-Term-Holder erst anfangen. Und hier sehen wir es auch, den Reversal. Die Long-Term-Holder fangen jetzt schon an, entsprechend abzuverkaufen, Schritt für Schritt. Und hier sehen wir, die Short-Term-Holder fangen jetzt gerade an, nach oben zu laufen.
Und das ist auch wieder der Fall, wo im Prinzip das alte All-Time-High gebrochen wurde. Also ganz interessante Grafik. Das heißt, normalerweise ist es so, dass ab diesem Punkt der Bullrun 8 bis 12 Monate noch in die Zukunft geht. Auch hier war das der Fall. Ja? Das heißt, muss es diesmal genau gleich sein? Ja, 8 bis 12 Monate, so ist auch meine Einschätzung, wird dieser Run auf jeden Fall noch laufen. Ich gehe davon aus, dass wir bis Juni, Juli hochlaufen, dann entsprechend über die Sommermonate wahrscheinlich korrigieren werden und gegen Ende des Jahres wahrscheinlich nochmal einen zweiten Anlauf nehmen. So ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, ob die zutrifft, aber so ist meine Einschätzung, dass wir dann Mitte nächsten Jahres um den Dreh wahrscheinlich den Bullrun beenden. Und das heißt, 8 bis 12 Monate können wir hier auf jeden Fall rechnen, dass es, wenn es so läuft wie in vorigen Zyklen, entsprechend weitergeht. Ich gehe sogar davon aus, dass es wahrscheinlich noch länger als 8 bis 12 Monate geht. Ja? Warum? Weil wir diesmal entsprechend früher dran sind. Wir haben das alte All-Time-High vor dem Halving gebrochen und die ETFs haben entsprechend dafür gesorgt und diesen Zyklus entsprechend ein bisschen nach vorne gezogen, so dass wir jetzt schneller dieses alte All-Time-High gebrochen haben. Und deswegen gehe ich von aus, dass wir auch hinten raus noch ein bisschen mehr Zeit haben als 8 bis 12 Monate. Aber das ist hier nur meine Einschätzung. Du musst natürlich immer deine Einschätzung machen und bitte nicht auf Basis von meiner Einschätzung investieren. Ja? Ansonsten, wenn dir das Video soweit gefällt, dann kannst du den Kanal unterstützen, indem du ein Like da lässt und du kannst natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Gehen wir weiter und ich hatte ja gesagt, zu Ethereum möchte ich noch was sagen. Und wenn wir Ethereum anschauen, ja, dann sehen wir, dass Ether hier noch im gelben Bereich ist. Ja. Wir sehen hier den Ethereum-Preis. Wir sehen aber, dass wir noch keine überhitzte Phase haben. Die überhitzte Phase steht auch bei Ethereum noch bevor. Aus den letzten Runs zeigt es uns, wir kommen erst in die gelbe Phase, also eine gute Phase, wo entsprechend auch Retail immer mehr akkumuliert. Und in die heiße Phase rein fängt dann Retail, also da kommt dann FOMO und so weiter mit rein. Da sind wir noch nicht. Ja? Dementsprechend sieht man auch bei Ethereum, es ist wahrscheinlich nicht mehr lange bis dahin, bis in die richtig heiße Phase. Aber hier sehen wir einfach, wo wir aktuell stehen. Ja? Und ansonsten, was wir sonst noch über Ethereum sagen können, ist, wir müssen uns die Fragen stellen, kommt der Ethereum ETF Ende Mai oder nicht? Und meine Einschätzung ist so, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass dieser ETF kommt, als dass er nicht kommt. Warum? Ich hatte schon gesagt, wer hat mehr Macht? BlackRock oder die SEC? Ja, ich denke, da sind die Machtverhältnisse relativ klar. Ja. Zweitens stellt sich die Frage, nehmen wir mal an, der Ethereum ETF kommt nicht. Dann stellt sich die Frage, BlackRock hat ja gerade in ein Projekt investiert, was auf Ethereum auf der Ethereum-Chain basiert. Und das sieht dann ein bisschen blöd aus. Ja? Wie steht BlackRock dann da, wenn der ETF nicht kommt? Ja? Andererseits muss man sich auch die Frage stellen, wenn der Ether-ETF nicht kommt, was wäre dann der Fall? Dann müssten BlackRock und Co. wahrscheinlich noch bis zum nächsten Bullrun warten, bis dann ein Ethereum-ETF irgendwann mal durchgesetzt wird. Und jetzt ist die Frage, was passiert dann? Verliert dann BlackRock vielleicht Geld? Warum? Weil der Ethereum-Preis ja immer weiter ansteigen wird und im nächsten Bullrun wird es einfach teurer für BlackRock. Ja? Andererseits, die Kunden wollen vielleicht in Ethereum rein über BlackRock und dann müssen sie den Kunden sagen, hey, sorry, geht nicht. Ja? Also die Frage ist aus meiner Sicht, es ist hier ein Spiel auf Zeit und die Zeit spielt gegen BlackRock. Und dementsprechend aus meiner Sicht würde hier die Wall Street relativ krass profitieren, wenn der Ethereum ETF Ende Mai approved wird, weil die wollen ja Geld machen
Und wie können Sie das? Indem der so früh wie möglich approved wird und Sie entsprechend das Ganze nutzen können im Bullrun und auch im nächsten Bullrun. Ja? Und vor allem auch im Bärenmarkt, um einfach stärker und günstiger einzukaufen. Und wenn der jetzt nicht genehmigt wird und um 1, 2, 3 Jahre in die Zukunft verschoben wird, dann muss man sich die Frage stellen, was ist dann? Dann entgeht denen Geschäft. Und das sind all die Punkte. Wenn ich mir diese Fragen stelle, kommt der Ethereum ETF Ende Mai, ja oder nein, dann tendiere ich zu ja. Für mich überwiegt die Wahrscheinlichkeit, als dass er kommt. Ich kann natürlich auch daneben liegen. Gehen wir weiter. Und was sehen wir hier? Und zwar, schau dir den Chart mal an. Wir sehen hier unten den Bitcoin-Preis seit dem letzten Bullrun. Und wir sehen das Bitcoin-Angebot auf den Exchanges. Und was wir sehen, das Angebot geht immer mehr zurück. Es sind hier noch 2 Millionen Bitcoin auf den Exchanges. Ja? Und wenn wir uns das anschauen, je höher der Preis geht, desto stärker die Nachfrage. Das heißt, hier wird entsprechend der Supply immer weiter runtergehen, weil er natürlich auch durch Retail, durch die Institutionen abgekauft wird. Und dementsprechend könnte es vielleicht schon, wie ich schon prognostiziert habe, zwischen Ende Mai bis Ende Juni zu einem Angebotsschock kommen. Wenn nicht da, dann spätestens aus meiner Sicht beim nächsten beim nächsten Run Richtung Top, ja, was ich dann in 2025 erwarte. Also dementsprechend müssen wir das weiter beobachten. Auf jeden Fall ist der Trend hier klar. Bitcoin wird immer knapper und das ist gut so, weil das bedeutet letztendlich, dass der Preis, und das sehen wir ja auch hier, immer entsprechend ansteigt. So, gehen wir weiter und da habe ich euch einen ganz interessanten Chart mitgebracht. Und zwar, es heißt ja immer, Vanguard hat keine Bitcoins und Vanguard will mit Bitcoin nichts zu tun haben. Die sind ja auch beim Bitcoin-ETF entsprechend nicht dabei. Ja? Wenn wir jetzt aber mal genau reinschauen, und zwar wir schauen uns MicroStrategy an und wir sehen hier, Vanguard hält 14,37% der Anteile von MicroStrategy, also von der Company, wo Michael Saylor der Geschäftsführer ist. Und wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir hier entsprechend die Anteile. Hier und nochmal hier unten entsprechend. Und wir sehen auch, dass BlackRock hier Anteile von MicroStrategy hat. Ganz interessant. Ja? Also BlackRock hat noch mehr Bitcoins, letztendlich 4% Anteil von dem, was MicroStrategy hält. Und wir sehen auch, Fidelity hat hier auch einen entsprechenden Anteil. Aber lange nicht so groß wie Vanguard. Vanguard ist ja der größte Shareholder von MicroStrategy. Das heißt, wenn wir diese Anteile 14,37% umrechnen in Bitcoin, gemessen an den ganzen Bitcoin, die MicroStrategy hält, dann hält heute Vanguard schon über 30.000 Bitcoin. Ja, und dementsprechend, jeder, der sagt, Vanguard ist nicht dabei, doch, die sind dabei und das ist hier nur die MicroStrategy-Beteiligung, ja. Wer weiß, ob sie noch andere Beteiligungen haben, wo sie letztendlich über Bitcoin mit drin sind. Und deswegen bekommt übrigens Michael Saylor auch immer so günstige Kredite. Ja, vielleicht hast du es mitgekriegt, von teilweise unter 1%. Ja, obwohl die Zinsen extrem hoch sind. Warum bekommt er so günstige Kredite, wo er dann die ganze Zeit immer weiter Bitcoin kaufen kann? Naja, wenn du eben Shareholder hast, wie Vanguard, wie BlackRock, wie Fidelity, ja kein Wunder, dass du günstig an Geld kommst. Ja? Und so ist der Hase, so sieht's aus. Also aus meiner Sicht, wahrscheinlich sind wir hier mit der Konsolidierung durch. Die Korrektur sollte durch sein, wenn jetzt nichts Größeres kurzfristig nochmal passiert. So ist meine Einschätzung. Ich bin weiter positiv gestimmt, was den Ethereum ETF angeht, rein von den Anreizen her, was die Wall Street angeht. Profitiert sie davon oder verliert sie davon? Und aus meiner Sicht sind die Zusammenhänge hier relativ klar, aber du kannst mir auch gern deine Meinung dazu sagen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das tun, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du das tun, indem du in den Kommentaren eskalierst.
dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der Algorithmus eskaliert und diese Informationen immer mehr Leute erreichen. Außerdem, was kannst du noch tun, wenn du das möchtest? Du kannst das Video teilen mit den Leuten, wo du der Meinung bist, dass sie diese Informationen unbedingt erhalten sollen. Und dann bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Printer. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.